Als die ersten Bilder über die Leinwand liefen, fehlte der Ton. Man nahm Klaviere, man nahm ganze Orchester. In Leipzig, das große Kino in der Petersstraße, besaß ein eigenes Kinoorchester. Aber das war natürlich personalintensiv, kostenintensiv. Und als die Orgelbaufirmen darauf aufmerksam wurden, dass es dieses neue Medium Film gibt, hatten auch sie die Idee, nun dieses Orchester in ein Instrument zusammenzufassen, in Hände und Füße eines einzigen Spielers zusammenzulegen. Herzlich willkommen hier im Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig, an einem besonderen Ort, dem Grassi-Museum, dem Grassi-Komplex in Leipzig. 1926, also vor beinahe 100 Jahren, kam unsere prominente Sammlung an historischen Instrumenten hier nach Leipzig. Unter ihnen befindet sich ein ganz besonderes musikalisches Spielzeug, im wahrsten Sinne des Wortes, eine historische Kinoorgel von 1931. Diese historische Kinoorgel stand ursprünglich im großen UFA-Kinopalast in Erfurt. Dort wurde sie 1931 eingebaut, eigentlich schon an der Grenze zur Tonfilmzeit, also eines der letzten bedeutenden Instrumente, die von der Stummfilmzeit zeugen. Hat aber zum Glück diese Orgel nicht verschrottet, sondern sie kam als eine der ganz, ganz wenigen Relikte historischer Kinoorgeln hier ins Grassi-Museum, auf direktem Wege. Heute ist sie hier an diesem Standort die einzige Kinoorgel Mitteldeutschlands, ein ganzes Orchester zusammengefasst in den Händen und Füßen eines Spielers, einer Spielerin an einem Spieltisch mit zwei Manualen, Pedal und einer Fülle von Möglichkeiten, Klänge einzustellen, zu manipulieren, miteinander zu mischen. Also alles das, was ein Film braucht, um klanglich lebendig zu werden. Hier sind wir jetzt am Spieltisch dieser großen Kinoorgel. Also hier hat jeder Ton, jeder Klang seinen Anfang in den Händen oder Füßen. Und dieses ist tatsächlich erstmal nur die Steuereinheit. Die eigentliche Orgel befindet sich hier in dem großen Orgelhaus hinter dem Spieltisch, hinter der Leinwand. Die eigentliche Orgel umfasst ein Orgelhaus von 6 Meter Länge, 5 Meter Höhe, 4 Meter Tiefe. Jetzt gehen wir in das Orgelhaus. Jetzt stehen wir hier mitten zwischen den Pfeifen. Die großen Holzbläser, Oboe, Saxophon hinter uns, die Streicher auf dieser Windlade. In diesem Register haben wir dann auch die allerkleinste Pfeife der Orgel. Und das ist alles ja nur der Pfeifenfuß. Also oben die letzte Fingerbreite ist der eigentlich klingende Pfeifenkörper. Hier im Obergeschoss stehen wir jetzt vor den größten Pfeifen der Orgel. Von da hinten wird der Subbass immer größer, bis wir dann schließlich hier ganz vorn die allergrößte Pfeife stehen haben, das Kontra C im Subbass. Die Pfeife ist so lang, dass sie auch oben noch abgewinkelt werden musste, um überhaupt
Platz in diesem Gehäuse hier finden zu können. Ein immenser Schalldruck wird von diesen Pfeifen abgestrahlt. Überhaupt die ganze Kinoorgel arbeitet ja mit einem etwa 30-fach höheren Winddruck, als wir es in normalen Kirchenorgeln haben. Also mit etwa 300 mm Wassersäule wird hier gearbeitet. Und wenn man davor steht, dann spürt man diesen starken Schalldruck. Und das können wir auch sehr schön sehen, wenn wir vor die große Pfeife einfach mal ein Blatt Papier davor halten. Wir haben also jetzt hier eine Orgel, ein Orgelinstrument, wie wir es aus Kirchen kennen, also eine mechanische Orgel, wo die Töne durch den Wind, die Kraft des Windes tatsächlich in Schwingung versetzt werden. Aber diese hochromantischen Kinoorgeln, also zur Blütezeit der romantischen sinfonischen Orgel, setzen nur noch eines drauf. Sie überhöhen den Orgelklang mit Zusatzeffekten. Alltagsgeräusche, die von dem Straßenbahnklingeln bis hin zu Naturgeräuschen, dem Vogelgezwitscher oder dem mächtigen Gewitterdonner reichen. Dieser Regen, das sind Erbsen, die in einem Blechtrichter auf und ab tanzen. Nicht nur Flöten und Geigenstimmen imitieren zu können, sondern eben auch Trompeten und Schlagwerk, ganz wichtig, Kastagnetten, Pauken, große Trommel. Kleine Trommel. Oder eben Alltagsgeräusche, die von dem Straßenbahnklingeln bis hin zu Naturgeräuschen, dem Vogelgezwitscher oder dem mächtigen Gewitterdonner reichen. Es kann dann natürlich passieren, dass auch Wind aufzieht, ein ordentlicher Sturm sich anbahnt, dann verstummen die Vögel und von Weitem hört man tatsächlich die Dampflok schon nahen. Es gibt auch einen Lokomotivpfiff dazu. Wir haben hier direkt vor uns jetzt das Steuerherzstück der Orgel. Also nachdem die Impulse vom Spieltisch und dem Spieler kamen, wird hier alles zusammengefasst. Das, was ein Spieler am Spieltisch gespielt hat, geht als elektrischer Impuls in diesen Steuerschrank. Elektromagnete geben über Ventile den Wind für kleine Bälge frei, die dann über diese sogenannten Fallen die Kontakte für jede Klangfarbe in der Orgel schalten, also gleich 50 Pfeifen mit einmal einschalten. Auf der anderen Seite des Steuerschrankes befinden sich noch einmal solche Bälge, und zwar für jede Pedaltaste jeweils auch noch ein solcher Balg. Kommt im Koordinatensystem diese Schaltung zusammen, dass hier Klangfarben eingestellt sind und auf der anderen Seite ein Einzelton einen Kontakt gibt, dann geht der Steuerimpuls durch diesen ganzen Kabelbaum an die richtige Stelle in der Orgel und wird dann zu jeder der entsprechenden Windladen geleitet. Dieses Orgelwerk hier ist quasi orchestral aufgestellt nach Stimmgruppen. Diese Fülle des Klanges erreicht diese Orgel durch einen besonderen Trick. Allerdings
mit reichlich nur 600 Pfeifen. Das ist gar nicht so viel, aber die Orgelbauer haben damals, die Firma Welte in Freiburg im Breisgau, haben damals das sogenannte Multiplex-System angewendet. Eine interessante Verwendung einzelner Pfeifen in mehreren Registern. So konnte man also erstens das Instrument räumlich so klein halten, dass es im Kino eingebaut werden konnte. Wir haben jetzt sogar die günstige Aufstellungsweise, dass es hinter der Leinwand steht. Diese Schwelljalousien befinden sich jetzt direkt hinter der Leinwand. Und in dem Moment, wenn diese Schwelljalousien durch Winddruck aufgezogen werden, kann der Klang direkt in den Saal strömen. Und auf diese Weise ist vom Spieltisch aus eine Dynamik des Klanges möglich. An diesem Spieltisch haben wir jetzt zwei Manuale für die Hände, ein Pedal zum Spiel mit den Füßen und die vielen Knöpfe, die wir hier jetzt haben, das sind zum einen sogenannte Registerschaltungen, also bei denen es möglich ist, einzelne Klangfarben auszuwählen oder eine andere Klangfarbe, einen Kontrast dazu. Diese Registerschalter gibt es jetzt für das erste Manual, für das zweite Manual. Im zweiten Manual haben wir beispielsweise auch ein sehr kräftiges Saxophon dabei. Damit das etwas stärker nach Saxophon klingt, brauchen wir natürlich den belebten Atem eines Spielers. Dazu gibt es die besonderen Tremolanten an dieser Orgel und schon klingt das Ganze auch etwas lebendiger. Zweites Manual, erstes Manual und schließlich das Pedal. Da befinden sich die Registerzüge an der linken Seite. Und hier haben wir die allertiefsten Töne im Subbass. Zusätzlich gibt es eine ganze Reihe von Effektregistern. Das können richtige Melodieregister sein, wie etwa im zweiten Manual das Stahlspiel. Oder auch das Xylophon. Im ersten Manual gibt es ein sehr schönes leises Register, auch eine Imitation, eine Instrumentenimitation. Eine Kinoorgel soll ja ein ganzes Orchester imitieren. Dieses Register macht den Klang einer Harfe nach.
schließlich gibt es eine ganze Reihe an Schlaginstrumenten. Auf dem Manual, im Pedal oder in den zusätzlichen Pistons für die Füße. Zum Beispiel gibt es die Schlittenschellen oder auch die Kastagnetten. Im Pedal haben wir die Becken. Man kann das Becken auch mit dem Piston noch anspielen, also ohne die Töne des Pedals benutzen zu müssen. Dann hat es auch gleich noch eine andere Klangfarbe. Es gibt im Pedal auch noch, oder als Piston gibt es auch noch die große Trommel. Die Kinoorgel, die wir jetzt hier im Grassi-Museum stehen haben, wurde ja 1931 für das Uferpalast-Kino in Erfurt gebaut. Als dieses Kino in den 1960er Jahren umgebaut wurde, erinnerte man sich glücklicherweise an das Musikinstrumentenmuseum in Leipzig, fragte hier an, ob man dieses Instrument nicht hier haben wolle. Und so kam tatsächlich ohne Umwege dieses kostbare Instrument, ohne verschrottet zu werden, direkt auf einen LKW und gelangte 1965 hier an das Musikinstrumentenmuseum. Immer mit der Vision, hier wieder einmal ein klingendes, großes Kinoinstrument zu haben. Als dann in den Jahren 2000 bis 2005 die grundlegende Sanierung des Grassi-Museums anstand, war die Stunde gekommen, auch diese Orgel restaurieren zu können. Der Auftrag ging damals an die Orgelbaufirma Jämlich in Dresden. Sie hatte in den Jahren zuvor schon Erfahrung gesammelt mit dem Vorgängerinstrument unserer Orgel, das heute im Filmmuseum in Potsdam steht. Und wir haben sozusagen die unmittelbare Nachfolgerin. Ganz interessant auch die Geschichte, dass die Chemnitzer, die das heute Potsdamer Instrument damals für ein Kino erworben haben, so begeistert waren von dieser Welte-Kinoorgel, dass sie die Erfurter angesteckt haben, knapp zum Ende der Stummfilmzeit noch einmal zu investieren in ein so großes Orgelinstrument. Orgelbaufirma Jämlich hat sich dieser nicht ganz einfachen Restaurierungsarbeit angenommen, denn es galt eine ganze Reihe Einzelteile, die alle vorhanden waren, aber ohne einen vorliegenden Schaltplan wieder zu sortieren, zusammenzusetzen, zu schauen, welcher Knopf, also welcher Registerknopf steuert eigentlich über welche Wege die entsprechenden Pfeifen an. Es sind ja viele Umschaltwege, die es dem Organisten möglich machen, an der Stelle vor der Leinwand sitzen, dann auf die Leinwand blicken, dann über elektrische Transportwege der Impulse sozusagen, die dann teilweise auch im Spieltisch vorher schon elektropneumatisch gewandelt werden, also diese vielen Impulse in die Orgel zu bringen. All das war während der Restaurierung zu sortieren und dann natürlich auch die Teile, die lange gelegen haben, Windladen mit vielen Ventilen, Zungenpfeifen, an denen die Zungen schwingen müssen, dann wieder so in Gang zu bringen und zu intonieren, zu stimmen, dass wir jetzt hier diesen prächtigen, wirklich raumfüllenden Orgelklang haben. Thank you.
Und 2006 war dann die Orgelweihe hier im großen Vortragssaal im Musikinstrumentenmuseum. Und seither bemühen wir uns, diese Orgel in regelmäßigen Veranstaltungen, in Stummfilmkonzerten wieder zum Klingen zu bringen.